Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unseren Sonntagsgedanken. Immer samstagsabends ein paar Gedanken von Pfarrer Lea, Diakon Schmuck oder wir zum Evangelium des kommenden Sonntags. Morgen hören wir die Geschichte von Lazarus. Ich möchte ein paar Gedanken dazu mit Ihnen teilen und erstmal den kompletten Text zur Erinnerung vorlesen. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, damit ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihnen: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit das Evangelium: Der reiche Mann und der arme Lazarus. Eine Geschichte, die uns Jesus erzählt, und sie ist keine leichte Kost. Auf den ersten Blick hat es den Anschein, dass uns Jesus hier etwas über Hölle und Himmel erzählen möchte. Aber ich glaube, es geht in dieser Geschichte, wie immer bei Jesus eigentlich, in erster Linie um das Leben und um die Liebe. Es geht um die Beziehung von den Menschen zu Gott, der sie liebt, und um die Beziehung zueinander, die auch von Liebe geprägt sein sollte. Ebenso wie die Beziehung eines jeden Menschen zu sich selbst. Sie haben es erkannt, es ist das Dreifachgebot der Liebe. Das Gebot, von dem Jesus sagt, dass es alle Gebote umfasst, dass das größte der Gebote ist, das ist es, worum es in der Geschichte geht. Jesus gibt uns das Liebesgebot, er trägt es uns auf, weil er die Menschen liebt und weil er will, dass wir Menschen, und zwar ausnahmslos alle, das Leben in Fülle haben sollen. Leben in Fülle für alle Menschen. Ein Begriff, den Jesus häufig gebraucht. Aber wie soll das gehen? Leben in Fülle ist das Gegenteil von dem, was Lazarus hat. Auf den ersten Blick ist es das, was der Reiche hat. Aber schauen wir mal genauer hin. Denn dieser Reiche hier in der Geschichte, der ist namenlos. So wie der Jedermann, wie wir ihn von Hugo von Hofmannsthal kennen. Er ist der, in dem sich sicherlich sehr viele wiedererkennen können. Vielleicht nicht in dem grenzenlosen Prassen, im Schwelgen, im Luxus, aber wahrscheinlich schon darin, genug und mehr als genug zum Leben zu haben. Ein Detail fällt mir bei der Lebensweise des Reichen auf, das uns heute regelrecht dekadent erscheinen mag. Die Brotkrumen, von denen die Rede ist, waren der Ersatz für Servietten. Man konnte sich damit die fettigen Hände abwischen. Dann warf man sie unter den Tisch für die Hunde. Lazarus hat diese Brotkrumen nicht abbekommen. Der im Luxus schwelgende Reiche ist namenlos. Aber wir erfahren, dass er Lazarus sehr wohl mit Namen kennt. Auch wenn er ihn zu ignorieren versucht,
hatte den Bettler aus seiner Türschwelle sehr wohl wahrgenommen. Lazarus hingegen hat einen Namen. Der Name bedeutet Gott hilft. Jesus erweist Lazarus diese Aufmerksamkeit. Er gibt ihm einen eigenen Namen, er nennt ihn bei seinem eigenen Namen. Es ist eine persönliche Zuwendung von Jesus, ein Ansehen, das er dem Lazarus gibt. Einen Menschen anzusehen, ihm ein Ansehen zu geben, das ist wichtig. Wir alle kennen das Gefühl, wenn man uns etwas gibt, ohne dabei angesehen zu werden. Denken wir zum Beispiel an eine Kassenschlange. Der Kassierer, die Kassiererin redet in eine andere Richtung und reicht uns den Kassenzettel oder das Rückgeld, ohne uns anzuschauen. Es ist eine Unhöflichkeit. Normalerweise sehen wir darüber hinweg, aber für Lazarus und auch für die zahllosen Obdachlosen in unseren Innenstädten ist so etwas Alltag. Es ist Alltag, so herablassend behandelt zu werden. Lazarus ist kein namenloser Obdachloser. Er gehört nicht zu den Bettlergruppen, die in den Innenstädten abgeladen werden und dann manchmal so aggressiv die Passanten angehen. Lazarus ist immer vor dem Tor des Reichen anzutreffen. In seiner Armut und seiner Krankheit liegt er dort immer, beachtet nur von den Hunden. Der Reiche sieht den Lazarus jeden Tag, aber er geht an ihm vorüber, er hilft ihm nicht. Und dann das große Finale der Geschichte. Beide sterben, beide finden sich im Totenreich wieder. Aber nun sind die Verhältnisse umgekehrt. Lazarus ruht in Abrahams Schoß, es geht ihm gut. Sein Leiden hat ein Ende. Der Reiche leidet Qualen. Ob Lazarus ihm helfen würde, wissen wir nicht. Abraham verbietet es. Lazarus bringt ihm nicht den einen ersehnten Wassertropfen, um seine Zunge zu kühlen. Die Verhältnisse sind vollständig umgekehrt. Erst gibt es kein Brot für Lazarus, dann kein Wasser für den namenlosen Reichen. Erzählt uns Jesus ja eine Geschichte, die den Reichtum verurteilt und die Armut zur Tugend erhebt? Ich glaube es nicht. Es ist nicht die Verurteilung des Reichtums, sondern Jesus verlangt den verantwortlichen Umgang mit Reichtum. Darum geht es. Schauen wir in die Innenstädte von heute. Wir alle kennen in Mainz die Plätze, an denen die Obdachlosen sitzen. Eine befreundete Sozialarbeiterin von mir hat gesagt, dass kein Mensch freiwillig obdachlos ist. Dieser sozialromantische Mythos von Freiheit und Ungebundensein trifft auf die Obdachlosen, die wir in Mainz antreffen, nicht zu. Und stellen Sie sich das doch nur mal vor. Es wird jetzt Herbst, es wird kalt, Winter, es regnet oft. Stellen Sie sich vor, Sie sind draußen, Sie haben Hunger, Müdigkeit überfällt Sie. Sie haben das dringende Bedürfnis nach einer Toilette, nach einer Dusche. Sie wollen sich zurückziehen, ihre Ruhe haben, sie wollen schlafen. Und alle diese Bedürfnisse sind nicht erfüllbar. Stattdessen müssen sie befürchten, dass das Wenige, was sie besitzen, dass ihnen das noch gestohlen wird, wenn sie schlafen. Und sie müssen befürchten, dass ihnen Gewalt angetan wird. Das wäre nichts Neues in deutschen Städten, dass Obdachlose brutal überfallen und im schlimmsten Fall sogar umgebracht werden. Kein Mensch ist freiwillig obdachlos. Damals nicht, bei Lazarus und heute nicht. Es gibt immer Gründe, Schicksalsschläge, Unvorhergesehenes im Lebenslauf. Krankheit, ein Unfall, Scheidung, der Verlust des Arbeitsplatzes, der Tod eines geliebten Menschen. Es gibt Umstände, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen, die einen ins Schleudern bringen, die das geregelte Leben in eine temporäre finanzielle Schieflage bringen. Es folgt Armut und dann kann es schnell auch zum Verlust der Wohnung kommen. Sie kennen alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der dem Menschen geholfen hat, der am Boden liegt und Hilfe braucht. Diese Geschichte erzählt Jesus zur Verdeutlichung des Dreifachgebotes der Liebe. Wenn du die Liebe Gottes zu dir erfahren hast, wenn du dir bewusst bist, dass Gott in deinem Leben wirkt und dich liebt, dann wirst du auch deinen Nächsten lieben, als einen, der von Gott bedingungslos geliebt wird. Und darum geht es auch in der Geschichte von Lazarus. Um das Helfen aus Nächstenliebe. Nicht aus Angst vor der Hölle, sondern weil der Nächste, der Hilfe benötigt, ein Mensch ist. Von Gott geschaffen, von Gott geliebt, ein Mensch. Kommen wir nochmal zu Lazarus von heute.
Wie können wir helfen? Kaufen wir, wenn wir die Obdachlosen in der Stadt sehen, ein belegtes Brötchen und etwas vom Bäcker? Aber was ist, wenn sie das vielleicht gar nicht mögen oder nicht vertragen? Geben wir ihm Geld? Manche sagen, Geld zu geben bedeutet Wertschätzung und ermöglicht den eigenverantwortlichen Umgang, selbst zu entscheiden, was er oder sie braucht. Andere sagen, das Geld wird nur für Alkohol verwendet und schadet mehr, als es hilft. Wichtig ist immer ein freundliches Wort, ein Lächeln, ein kurzes Gespräch. Damit zeigen wir denen, die meist übersehen werden, dass wir sie als Mensch wahrnehmen. Damit geben wir ihnen im wahrsten Sinne des Wortes ein Ansehen. Ist das die Hilfe, die wirklich ankommt? Da ist auch der Aufruf von Jesus nach tätiger Nächstenliebe. Und da können wir in Mainz konkrete Unterstützung leisten. Wir können in Mainz, um dem Lazarus heute zu helfen, den Verein Armut und Gesundheit unterstützen. Der Mediziner und Sozialarbeiter Dr. Gerhard Rabert ist mit seinem Arztmobil in der Stadt unterwegs. Er versorgt die Obdachlosen medizinisch, er hilft in allen Lebensfragen und er nimmt sich Zeit für ein kurzes Schwätzchen über die wichtigen Dinge im Leben, wie zum Beispiel Fußball. Seine Arbeit zu unterstützen bedeutet, denen zu helfen, die unter Armut, Ungerechtigkeit, Obdachlosigkeit und Krankheit leiden. Denen, die auf der Straße leben, denen, die durch das soziale Netz gefallen sind. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie sich dafür interessieren, Infos zur Arbeit von Dr. Trabert und die Möglichkeit zu spenden, gibt es auf der Internetseite von Armut und Gesundheit in Mainz. Lazarus und der Obdachlose in Mainz. Beide sind krank, beide haben kein Zuhause, beide sind unser Nächster. Beide brauchen es, dass wir sie sehen, beide benötigen sie unser Ansehen. Denn Lazarus, wie auch der Obdachlose, sind Menschen von Gott geliebt. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.